Es geht um diesen recht berühmten Vers. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel nennen wird. Bevor ich zu diesem Alma und Bethüler komme, hast du zu diesem Vers Gedanken oder Dinge, die du uns erklären möchtest? Ja, das ist ja zuerst einmal hunderte von Jahren vor der Geburt von Christus geschrieben worden. Es ist wieder so eine Stelle, die plötzlich irgendwo mitten im Text steht, oder? Da ist von einem König die Rede, der dazu mal lebte und der irgendwo in Schwierigkeiten geraten war, weil er einen Krieg verloren hat und weiter. Und man meinte, jetzt wird er vielleicht das Königreich zu Ende gehen oder so. Und dann sagt er, ja, es wird ein Zeichen kommen, die Jungfrau wird empfangen. Und jetzt merkt man, das passt jetzt gar nicht mehr in den Text hinein, oder? Die Jungfrau braucht es gar nicht. Es geht um etwas, was viel, viel später einmal eine Rolle spielen wird. Es ist eine Prophetie jetzt. Und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel, Gott mit uns, oder? Ein Riesenwort nennen wird. Und diese Prophetie wird ja nachher aufgegriffen, eben gerade im Matthäus-Evangelium am Anfang, schon im ersten Kapitel, genau das wird ja dort zitiert von dem Engel, der im Traum dann dem Josef, dem Verlobten der Maria, erscheint und ihm sagt, verlass die Frau nicht, denn was mit ihr geschehen ist, ist nicht eine große Schande und du musst sie auch nicht steinigen lassen oder was auch immer, du musst sie nicht strafen, musst sie nicht einmal verlassen, sondern du musst sie hoch ehren, denn was in ihr geschehen ist, ist eigentlich eine Erfüllung der Prophetie, viele Prophetien aus dem Alten Testament, aber er zitiert ganz besonders eben diesen Vers mit dem Immanuel drin, oder? Alma und Bethula, manche sagen, ja, da steht ja gar nicht Jungfrau. Da steht ja das Wort Alma und Alma heißt junge Frau. Interessant ist natürlich, dass Alma hier an dieser Stelle in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung mit Parthenos, Jungfrau, übersetzt wird. Und es gibt keine einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Alma etwas anderes ist als eine junge Frau, die im heiratsfähigen Alter ist und noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Und das sind drei Dinge, die bei Maria wichtig waren. Eine junge Frau, sie war heiratsfähig, deshalb wurde sie auch verlobt, und sie hatte noch keinen Geschlechtsverkehr, deshalb sie war eine Jungfrau. Das ist sicher auch im Nahen Osten auch bis heute ja so verstanden, dass jede Frau, die nicht verheiratet ist, eine Jungfrau ist. Also das ist die Kultur, die auch früher auch in Europa gelebt wurde und die man dort auch mit aller Gewalt versucht zu behalten, auch wenn man eben sogar Leute umbringen muss dafür. Und genau, andersrum ist das Wort Bethula, Parthenos oder Nymphe. Also das wird verschieden übersetzt. Es wird teilweise als eine junge Frau übersetzt, teilweise als verheiratet, teilweise als verlobt oder sogar noch nicht mal verlobt. Also es ist ganz im Gegenteil so, dass das Alma, das Wort, was hier geschrieben ist, das perfekte Wort ist für Maria. Wer es nicht glaubt, habe ich hier drei Stellen. Das eine Mal steht es in Genesis 24, 16, das Mädchen war sehr schön von Ansehen, eine Jungfrau, Bethula, und kein Mann hatte sie erkannt. Ja gut, wenn Bethula sowieso Jungfrau heißt, warum schreibe ich da noch dazu und kein Mann hatte sie erkannt? Weil das eben nötig ist, weil Jungfrau Bethula kann auch eine verheiratete Frau bezeichnen. Das sehen wir hier in der letzten Stelle dann, hätte ich vielleicht eine andere Reihenfolge wählen sollen, in der letzten Stelle, Wehklage wie eine Jungfrau, eine Bethula, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Gatten ihrer Jugend. Also da ist der Gatte, mit dem sie jung verheiratet wurde, ist gestorben. Und deshalb ist sie traurig und sie wird aber trotzdem Bethula genannt. Also eine junge Frau, die ihren Mann verloren hat. Anders bei Alma. Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle, das ist die Geschichte, wo Isaak dann seine Frau kriegt. Möge es nun geschehen, dass die Jungfrau, die herauskommt, um zu schöpfen und zu der ich es sagen werde, gib mir doch ein wenig Wasser, aus deinem Krug zu trinken. Hier wird einfach ohne Erklärung gesagt, eine Jungfrau. Da geht es darum, es soll eine junge, unverheiratete
heiratsfähige Frau kommen. Eine Alma. Also wer auch immer da dran rumnörgelt, ist total auf dem Holzweg.